Im Generator wird Strom erzeugt. Genau wie in einem Fahrraddynamo wandelt der Generator Rotationsenergie in elektrische Energie um. Allerdings muss hier niemand in die Pedale treten. Besser so, denn der Weltrekord für die Energieleistung auf einem Hometrainer liegt bei 1020 Watt während 60 Sekunden. Diese Energie reicht für den Betrieb eines Staubsaugers. Um den Generator in einem Kraftwerk wie Gösgen oder Leibstadt anzutreiben, ist aber über 1 Million Mal mehr Energie nötig. Und das nicht nur während 60 Sekunden, sondern rund um die Uhr. Für den Antrieb des Generators sorgen im Kernkraftwerk die Turbinen. Ihre Rotationsbewegung wird über die gemeinsame Antriebswelle auf den Generator übertragen. Der Generator besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen, Stator und Rotor. Der Stator ist das feststehende ringförmige Teil, an dem die drei Spulenwicklungen fixiert sind. Der Rotor ist ein rotierender Elektromagnet, der sich im Innern des Stators befindet. Im Normalbetrieb dreht sich der Rotor mit rasanten 50 Umdrehungen pro Sekunde. Durch die Rotation des Magneten entsteht in den Spulenwicklungen des Stators eine elektrische Spannung und Strom wird erzeugt. Dieser wird zu den Transformatoren weitergeleitet, wo die Spannung an das Hochspannungsnetz angepasst wird. In einem Kernkraftwerk wie Gösgen oder Leibstadt wird Strom für rund 1 Million Menschen produziert.